Eingeklemmt wurden zum Glück keine, sondern ihr müsst euch vorstellen, die Personen stehen oder sitzen in der Bahn, wie das so ist. Und durch den Aufprall, das abrupte Abstoppen, sind die durch die Gegend geflogen. Und das sind auch die Verletzungsmuster. Wir haben ein paar Prellungen. Bei den etwas schwerer Verletzten haben wir auch einen Schädel-Hirntrauma, also eine Gehirnerschütterung und Blutergüsse. Das sind so die Verletzungsmuster. Ja.